Das ist ein, wenn man es kurz zusammenfassen möchte, ein multimodales Eingehen auf die Unterschiede von Studierenden. Und dieses Multimodale meine ich dahingehend, dass man eben mit unterschiedlichen Methoden, einerseits Lehrmethoden, aber auch Hinweise auf unterschiedliche Lernmethoden, auf die Unterschiede der Studierenden eingehen kann. Das heißt, wenn man das auf drei Ebenen runterbrechen möchte, könnte man sagen, die Ebene 1, die also die Studierenden betrifft, dass man sich eben ansieht, was sind eigentlich die Hintergründe der Studierenden. Natürlich in einer Großvorlesung ist das relativ schwer, wenn man da 400, 500 oder noch mehr Studierende sitzen hat, das ist natürlich klar. Aber wenn man sich zum Beispiel ansieht oder unterschiedliche Übungen macht, zum Beispiel soziometrische Übungen, wo man einfach die Hintergründe ein bisschen erfragt, wenn das auch vielleicht thematisch passend ist, einfach darauf einzugehen, wer sind eigentlich die Studierenden, mit denen ich hier zu tun habe. Auch wenn man das Format vielleicht schon zum 10. Mal macht, ist es natürlich noch immer spannend, vielleicht auch zu sehen, wie hat sich die Studierendenlandschaft eigentlich entwickelt, wird sich die Population verändert und sind da sonst noch irgendwelche Besonderheiten, auf die ich vielleicht eingehen kann. Das wäre so die Ebene der Lehrenden. Auch vielleicht die eigenen Leistungsansprüche mal wieder zu überdenken. Das heißt aber nicht, sie nach unten zu schrauben, sondern sie anzupassen, einfach auch auf eine sich entwickelte Gruppe von Studierenden. Und auf der Ebene der Methoden, ich habe ja vorher gesagt multimodal, ich denke mir, was da einfach wichtig ist, einfach auch nochmal zu überdenken, welche Methoden setze ich denn einfach ein? Klassisches PowerPoint für eine Vorlesung oder bringe ich da auch mal ein Spiel mit ein oder setze ich zum Beispiel mal nur eine visuelle Methode ein? Wenn ich Videos zeige, haben die zum Beispiel Untertitel, um auf Studierende einzugehen, die zum Beispiel eine Hörbehinderung haben? Wenn ich weiß, dass bestimmte Personengruppen zum Beispiel nicht Deutsch als Erstsprache haben, kann ich ja zum Beispiel mit Untertitelung arbeiten, vielleicht auch mit einer leicht verständlicheren Untertitelung, als sie sonst üblich ist, wenn solche Videos verfügbar sind natürlich, beziehungsweise sich dann eben auch dementsprechende Unterstützung suchen, weil es dazu ja schon einiges an Literatur oder eben auch spezielle Einrichtungen der Universität Wien gibt. Ja, wenn ich es noch kurz veranschaulichen dürfte, dann würde ich das eigentlich so machen, dass wir vielleicht, wenn wir jetzt ausgehen von einem bestimmten Niveau, das wir auch erwarten an Studierenden, vielleicht etwas, was wir so in unserer Historie an Lehrveranstaltungen, die wir so veranstaltet haben, eben immer wieder gesehen haben, dann würde ich einfach mal sagen, dass man ja überdenken kann und sich ansehen kann, wer sind diese Studierenden, die da in meiner Lehrveranstaltung sitzen. Und es kann ja mitunter auch sein, dass eine Person zum Beispiel aufgrund einer unterschiedlichen Herkunftssprache vielleicht eine etwas niedrigere Latte bräuchte. Das bedeutet jetzt, wie gesagt, nicht, dass ich meine Erwartungen nach unten setze, aber dass ich mir einfach überlege, was braucht diese Person, um da hinaufzukommen. Und das andere Extrem, an das selten gedacht wird eigentlich bei dieser Differenzierung und bei dieser individuellen Betrachtung der Leistungen, ist, dass es ja auch viele Studierende gibt, die darüber sind. Da sprechen wir jetzt nicht gleich von Genies oder Hochbegabten, sondern vielleicht einfach Personen, die in einem bestimmten Bereich ein bestimmtes Interesse haben. Sie kennen das sicher, wenn Sie Zusatzliteratur angeben und die Studierenden darum bitten, wer Interesse hat, kann sich das noch durchlesen, und dann gibt es eine Handvoll Studierender, die das machen. Das heißt, diejenigen werden sich dann vielleicht im Unterricht bei Ihnen in der nächsten Lehrveranstaltung an bestimmten Punkten denken, das habe ich ja schon gelesen, das weiß ich schon Bescheid. Dann können Sie sich natürlich auch überlegen, kann ich etwas machen, damit diese Studierenden irgendwie noch weiter nach oben kommen? Oder mache ich etwas, damit ich das andere, das, was ich meinen regulären Inhalt vielleicht wieder interessanter gestalte und ermögliche, dass die Studierenden das nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten? Ja? Und ich denke mir, das ist eben das Besondere an dieser Differenzierung, die man im Unterricht vornehmen kann, wenn man weiß, dass bestimmte Personen aus welchen Hintergründen und Gründen auch immer einfach weiter unten von diesem generellen und durchschnittlichen Niveau sind, das ich erwarte und das mir auch bekannt ist, und andere, wie gesagt, auch am oberen Spektrum zu finden sind. Und ich denke, das ist etwas, worauf man wirklich hinweisen sollte, und das darf man nicht vergessen. Man kann nicht von diesem Durchschnitt ausgehen und man kann nicht nur sagen, die Studierenden sind immer nur drunter, weil es gibt viele, die drüber sind. Und das ist eigentlich auch etwas, denke ich mir, was man zelebrieren kann. Was man jetzt machen kann, ist einfach auch nochmal diese durchschnittliche Leiste, die man eben hier hat, einfach nochmal zu überdenken und einfach zu sagen, ich erweitere dieses Spektrum hier. Und sage einfach, okay, für mich ist es eben auch okay, wenn jemand darüber hinausschießt, für mich ist es auch okay, wenn jemand ein bisschen drunter ist. Und da kommt dann zum Beispiel die Notenskala ins Spiel.
Ich denke, dass es hier einfach nochmal spannend ist. Ich sehe das immer wieder bei Kollegen und Kolleginnen, die dann irgendwie auf die Wünsche der Studierenden auch sehr stark eingehen, die halt einfach besondere Leistungen haben wollen und dann gilt halt nur die 1 oder die 2. Ich denke mir aber, wir haben ja eine sehr breite Notenskala, 1 bis 5, und die gilt halt auch auszuschöpfen. Und ich denke mir, das ist einfach auch nochmal eine Möglichkeit, hier nochmal zu überdenken, was ist jetzt wirklich eine 1? Ist das nur, wenn die Studierenden die obersten beiden Bereiche erledigt haben? Ist das nur, wenn sie Zusatzleistungen erreicht haben? Oder kann man darüber auch hinausgehen? Oder eben auch ein bisschen drunter gehen? Das ist natürlich die allerwichtigste Frage, warum das eigentlich wichtig ist. Und ich würde sagen, die Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Wenn Sie Ihre Lehr- und Lernkonzepte, die Sie so zugrunde legen in Lehrveranstaltungen, sei das jetzt die Übungen im Labor, sei das die Großlehrveranstaltung, sei das das Seminar, sei das die Exkursion, wenn Sie das nochmal aus der Perspektive betrachten, dass die Vielfalt Ihrer Studierenden oder die Differenz, die diese Studierenden mitbringen, eigentlich ein Vorteil sein kann, dann kann das auch für Sie als Lehrender oder Lehrende natürlich ein Vorteil sein. Was Sie daraus lernen können und ziehen können, ist einfach Ihr Lehrpotpourri zum Beispiel zu erweitern, einfach nochmal Dinge auszuprobieren, die Sie vorher vielleicht sich nicht getraut hätten, weil Sie merken, da ist vielleicht jetzt eine Studierendenpopulation oder eine Community da, die das besonders interessiert. Hinweis zum Beispiel jetzt auf digitale Medien. Da gibt es ja viele Lehrende, die dann noch einfach sich ein bisschen zurückhalten und sagen, na ja, da kenne ich mich nicht so gut aus oder das funktioniert nicht. Und andere, die haben Angst davor, weil Studierende sich zum Beispiel besser auskennen als man selbst. Aber es ist ja eigentlich auch nichts dabei, dann auch in der Lehrveranstaltung zu sagen, ich kann eigentlich von dieser Differenz meiner Studierenden zu mir, die Differenz der Studierenden untereinander, kann ich ja eigentlich auch was ziehen und für mich lernen. Einige Punkte habe ich hier notiert und einer der Punkte, die ich am Anfang lernen musste, für mich jetzt als damals noch nicht so erfahrene Lehrende, und ich glaube, das ist einfach was, was öfter passiert, tatsächlich, wie ich vorher schon erklärt habe, diese Notenskala auszunutzen. Vielleicht kennt man das noch von früher, aus der eigenen Erfahrung, dass man eben gute Leistungen bringen möchte und dann 1 und 2 sind okay, 3 ist auch noch okay, aber es gibt ja eben auch noch etwas jenseits dieser 3 Noten. Und ich denke mir einfach den Mut haben, das auszunutzen und halt einfach nicht nur diesen Zugang zwischen, naja, ist das jetzt eine 1 oder ist es gerade noch eine 4? Ich denke mir, das sind einfach Zugänge, die man da einfach nochmal explorieren kann, sagen wir so. Ein anderer Punkt, den ich sehr wichtig finde, es gibt mittlerweile an der Universität Wien einige Einrichtungen, an die man sich wenden kann. Und es gibt zum Beispiel auch schon Vorlagen, wie man Folien gestalten kann, damit sie barrierefrei sind. Und da gibt es einfach ganz hilfreiche Tipps und Vorlagen für Foliengestaltung, dass zum Beispiel Personen, die eine Sehbehinderung haben, das besser lesen können. Und dass man einfach auch nochmal daran erinnert wird, dass man zum Beispiel, wenn man Bullet Points auf eine Folie packt, dass es einfach zielführender ist, da zum Beispiel anstatt 10 Bullet Points vielleicht einfach 3 oder 4 zu machen. Ja, also ich denke mir, da geht es jetzt nicht nur um Personen, die bestimmte Behinderungen haben, sondern sich eben, wie ich vorher auch schon gesagt habe, selbst nochmal daran zu erinnern, das eigene nochmal zu hinterfragen, egal wie oft man eine Lehrveranstaltung schon gemacht hat oder vielleicht besonders dann. Der nächste Punkt, die Digitalisierung, ist in aller Munde. Ich habe es jetzt hier als Schlagwort aufgeschrieben. Warum ich es eigentlich hier aufzähle, ist, weil es eine riesige Chance sein kann. Und eigentlich müsste man noch dazu fügen, Digitalisierung nutzen und Digitalisierung sich selbst nicht ausnutzen lassen sozusagen, ja. Es geht wirklich darum, dass man diese unterschiedlichen Modi dafür einsetzt, dass sie einen in der Lehre unterstützen. Und ich denke, da gibt es einfach noch vieles zu erfahren. Auch hier wieder einige Angebote der Universität Wien, Kurse zu besuchen und mal Dinge auszuprobieren. Und wenn etwas auch nicht so gut funktioniert, sei es jetzt aufgrund von technischem Knowledge oder sei das aufgrund von irgendeiner Ausstattung, die halt nicht da ist, sich nicht gleich unterkriegen zu lassen. Und Digitalisierung, wie gesagt, hier wirklich in dem Sinne von nutzen. Und auch nutzbar machen für Studierende. Zeithorizonte habe ich noch aufgeschrieben. Was mir in meinen Lehrveranstaltungen sehr geholfen hat, ist, ich arbeite viel mit Lehramtskandidatinnen, die sehr oft schon im Unterricht tätig sind, die sich sehr oft eigentlich eher eine berufsbegleitende Ausbildung wünschen würden, die allerdings nicht möglich ist. Und hier habe ich die Erfahrung gesammelt, dass wir Zeithorizonte für Abgaben zum Beispiel einfach gemeinsam verhandeln können. Ich habe da einfach meinen Spielraum.
ich fange an, das ist so eigentlich wie eine Verhandlung, also ich fange an, ihnen ein Datum zu nennen, dann heißt es, naja, sie kennen das wahrscheinlich eh alle aus den Lehrveranstaltungen, nein, das geht sich niemals aus, ich muss noch das machen und das und das. Und ich habe dann einfach im Hinterkopf, okay, wenn das 2 Wochen später stattfindet und abgegeben wird, ist das auch noch okay. Und ich habe so das Gefühl, wenn die Studierenden selbst zu einem gewissen Maß entscheiden können, das ist auch ein Feedback, das ich immer wieder von Studierenden bekomme, das ist einfach ein Eingehen auf die jeweilige Lebenssituation. Also das gemeinsame Festlegen von Zeitpunkten und von Deadlines, da habe ich das Gefühl, da ist auch dieses sich gebunden fühlen auch eher der Fall. Und man bekommt tatsächlich, zumindest meine Erfahrung, einige Abgaben, die halt nicht in der Nacht vorher schnell entstanden sind, sondern tatsächlich zum Beispiel 2 Wochen vorher. Der letzte Punkt, der Prüfungsmodi, ist auch eine Möglichkeit, hier auf Differenzen einzugehen. An der Universität Wien besteht die Möglichkeit, dass Studierende, die eine Behinderung haben, sich an das Team barrierefrei wenden. Und das Team barrierefrei kann nach Einsicht bestimmter Unterlagen, zum Beispiel medizinischer, einfach einen Vorschlag an die Prüfenden richten zum Thema alternierende Prüfungsmodi. Beispielsweise kann es dann eben sein, dass ein Prüfling mehr Zeit bekommt, um eine Prüfung zu absolvieren. Und nach Rücksprache mit der prüfenden Person kann das dann eben so eingerichtet werden. Eine andere Sache, die von der ich jetzt auch schon öfter gehört habe, dass zum Beispiel Studierende, die sich in großen Gruppen unwohl fühlen aufgrund einer Sozialphobie oder anderer Hintergründe, die die Studierenden haben, dass dann zum Beispiel angefragt wird, ob es eine Möglichkeit gibt, die Prüfung in einem anderen Raum zu machen beziehungsweise zu einem anderen Zeitpunkt alleine. Und hier ist es natürlich wichtig, dass Sie bedenken, dass einige dieser Zugänge, die wir hier haben zur Differenzierung und zur Differenz, natürlich Zeit in Anspruch nehmen. Sie werden sich jetzt denken, wenn ich sage, ja, da braucht es jetzt einen zusätzlichen Raum, einen zusätzlichen Termin, da würde ich einfach dazu anregen, mal kreativ zu sein. Vielleicht geht es sich in einer Sprechstunde mal aus, dass Sie hier zum Beispiel diesen Prüfungstermin einschieben. Natürlich kommt es auch zu Herausforderungen und Grenzen, wenn man mit Personen, die aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen oder Hintergründe haben. Ich denke mir, was sehr wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, es muss ja auf gut Deutsch nicht alles von heute auf morgen gehen. Ich denke mir mal, sich zum Beispiel zu überlegen, im nächsten Semester tue ich einen Schritt, ist zum Beispiel eine gute Idee. Und im übernächsten Semester tue ich dann den zweiten Schritt, etwas an meiner Lehre zu verändern und mich auf die unterschiedlichen Studierenden einzulassen. Ich denke mir, das ist eine Möglichkeit, auf diese Herausforderung gleich einzugehen. Eine andere Sache, die wir vorher auch schon ganz kurz angedeutet haben, ist natürlich, dass es einfach sein kann, dass sich aufgrund dieses Eingehens auf unterschiedliche Bedürfnisse natürlich viele Zeitressourcen ergeben, die man irgendwie freimachen muss. Und ich denke, hier ist es einfach auch nochmal wichtig, gut zu überlegen und sich vielleicht auch zu überlegen, einfach auf welche Gruppe kann ich jetzt gut eingehen und für welche Gruppe brauche ich auch Unterstützung. Mir ist es wichtig, wenn wir darüber sprechen, was sind eigentlich die Hindernisse, dass wir eben auch gleich über Ideen nachdenken. Und es gibt, wie ich auch vorher schon gesagt habe, einerseits das Team Barrierefrei, andererseits das CTL der Universität Wien, wo sie sich ja im Falle von Fragen auch hinwenden können. Und ich denke mir, das ist auch eine Herausforderung im Zuge dieser Diskussion rund um Differenzierung. Sehr oft hat man das Gefühl, dass man als Lehrender oder als Lehrende ja irgendwie auch alles selbst machen können muss. Und ich denke mir, hier auch den Mut zu haben und einfach zu sagen, mit einer bestimmten Gruppe bin ich überfordert oder mit einer bestimmten Person, mit diesem Verhalten kann ich nicht umgehen. Und das ist einfach auch nochmal ein wichtiger Schritt. Und es ist auch legitim zu sagen, dass man mit einer Situation einfach nicht zurechtkommt. Das finde ich einfach extrem wichtig und ist sicher ein erster Schritt auf diese Herausforderungen, die sich natürlich im Zuge der Differenzierung ergeben, einzugehen. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Auch gut, dass andere Lehrende mal auf die Idee kommen, darüber nachzudenken. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, sich, wie ich vorher schon gesagt habe, Unterstützung zu holen. Was mir aber auch wichtig ist, hier am Ende dieses Lehrvideos nochmal zu unterstreichen, dass es kein Rezept gibt. Also wir können nicht sagen, für die Gruppe A genügt es uns dann, wenn wir B durchführen oder Methode C anwenden. Das wird natürlich nicht funktionieren und das wäre auch ein Märchen, wenn ich Ihnen das jetzt erzählen würde. Ich glaube, was einfach sehr wichtig ist, wir haben das im Verlauf des Videos auch schon gehört, wichtig
tun Sie den ersten Schritt, wenn Sie nicht weiterkommen, holen Sie sich Unterstützung. Ich habe einige Einrichtungen schon genannt, wie das Team Barrierefrei oder eben das CTL. Eine gute Möglichkeit ist es sicher auch mal in Ihrem eigenen Institut oder an der Fakultät, sich auszutauschen mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Und ich denke, gerade für junge Kollegen und Kolleginnen gibt es ja gute Netzwerke auch, wo sich junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler austauschen können. Auch genderspezifische Angebote, falls Sie da irgendwie den Bedarf haben, sich unter zum Beispiel nur Frauen auszutauschen, denke ich mir, ist auch nochmal ein gutes Angebot. Und keine Scheu davor zu haben. Ich habe nämlich eigentlich die Erfahrung, dass viele schon lang gediente und sehr erfahrene Kollegen und Kolleginnen eigentlich sehr froh darüber sind, wenn man sich Tipps und Tricks holt. Weil ich denke mir, dieses Gespräch über Erfahrungen, die man hat und einfach auch mal zu sagen, es gibt halt hier Verhaltensweisen, also es gibt hier Personen, mit denen ich nicht weiterkomme. Ja, ist einfach ein guter erster Schritt.